Olli, jetzt ist Pärschi mal. Unglaublich, wenn wir hier alles in den Raum lassen. Servus Leute, Big Du Mich und Olli wieder da. Ja, wir legen direkt los, Leute. Über was geht's heute eigentlich? Über Außerirdische, glaube ich. Mm. Ah, da komme ich euch angeflogen. Genau. Übers LED-UFO. So heißt das Teil, ungelogen, es nennt sich LED-UFO. Und ihr könnt euch bestimmt schon denken, für was ist das Ganze? Zum Rauchen natürlich, nicht in den Kopf hauen, nicht als Head verwenden oder als, was weiß ich, als Screen oder so, sondern das legt man unter die Shisha, dass man coole Farbeffekte hat. Und das machen wir natürlich, wie man sehen kann, es gibt verschiedene Lichtmethoden sogar. Und zwar hinten dran, so, fangen wir mal ganz normal an, hinten dran, haben wir das Batteriefach, kommen keine Knopfzellen rein, sondern vier stinknormale Batterien in der Größe, genau, AA. Ich fahre aufs Klo, gell, wenn es muss. So. Nee, ich muss AAA. So, und dann haben wir natürlich hier, wie man schon sehen kann, die LEDs. Wir drücken einfach mal drauf. Zack, das haben wir dann die äußeren LEDs. Drücke ich nochmal drauf. Haben wir Farbwechsel zwischen Rot und Blau. Und nicht nur immer gleich, sondern es wechselt immer, wie man sehen kann. Es ist immer nicht immer das gleiche. Geblinke, und wenn ich nochmal drauf drücke, kommen die drei inneren LEDs. Und nochmal drücken ist es aus. Und das Interessanteste ist natürlich das zweite mit dem blau-roten. Und jetzt setzen wir es einfach mal drauf, machen mal das erste an. Und wie man schon erkennen kann, es sieht sehr, sehr gut aus schon. Obwohl es noch ziemlich hell ist, erkennt man es eigentlich schon super. Und schade, dass es noch so hell ist, sonst hätte man das natürlich noch besser gesehen. Aber ich werde das gleich noch demonstrieren, kein Problem. Machen wir alles. Ich werde dann das Fenster noch gewaltmäßig verdunkelisieren. Und ja, jetzt fangen wir erstmal an zum Rauchen. Olli kann ja mal die Dose in die Kamera halten, dass man sieht, was es heute gibt. Und dann legen wir los. Ich hoffe, man kann es erkennen, nämlich Hukafino. Hukafina. Tijuana Sunrise. 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 Also, wie man sich schon denken kann, ein Cocktail soll es wieder sein. Olli kann euch ja mal sagen, wie er schmeckt. Ich werde nur ganz kurz ein kleines Utensil holen. Wie er schmeckt, sehr orangenhaltig. Weil den haben wir schon mal gegraut, da brauche ich nicht lang anziehen. Also wir wissen ja, wie er schmeckt. Den Tijuana habe ich leider noch nie getrunken jetzt in der Diskothek, nur den Tequila Sunrise, wie man vielleicht mehr Leute kennen. Aber der ist halt orangenhaltiger, sage ich mal. Schmeckt auch sehr orangig. So, wieder da. Jetzt machen wir das ganz schnell professionell mit unserem schönen Handtuch hier. Verdunklisiere ich das Ganze hier einfach mal. Und dann wird man den Farbwechsel hoffentlich besser erkennen können. Ich mach's einfach jetzt mal. Pass auf, dass du den Hinterband hängen bleibst. Ah, logisch. Sonst fliegt der Handy runter. Neu. So, also. Am Schneegel oder so, so kleine Pins da. Hammer, alles. Dass man das sehr schön sehen kann natürlich für euch. Machen wir alles möglich. Die sind ja noch zu. Ja, dann nimmst du die nebendran. Zipfel. Ich wusste gar nicht, dass du eine neue gekauft hast. Toll. Oh, nee. Das Schwarze ist drin. Oder Schwarze. Ein Schwarzer. So. Glaubst du, das hält? Jetzt sei ich eben drin. Bin ich denn schon drin? Oder was? Das ging ja einfach. Ah, jetzt hast du aber die lange Kante genommen. Ist doch wurscht, ich kann sie halten. So. Also. Okay? Oh, nee, doch nicht okay. Noch nicht. Aber gleich. Jetzt, lass los, Johnny. Ja. Jetzt müssen wir halt noch hier knallen, oder? So, also. So, ich denke mal, jetzt müsste es eigentlich dunkel genug sein. Ich bleibe einfach mal außerhalb des Bildes. Und der Olli kann ja einfach mal den Farbwechsel mal zeigen. So, jetzt gehen wir mal von dem weißen Äußeren auf das farbige natürlich, wo durchgehend blinkt. Ja, genau. Ja. Ja, müsste man eigentlich sehr gut sehen. Sieht sehr interessant aus, auf jeden Fall.
Der hat noch gar nicht dran gezogen, hey. Komm gleich wieder ins Bild. Genau. So. So. Und das gute letzte, jetzt sieht man auch ganz gut den Farbverlauf, wie er sich immer wechselt. Jetzt war es genau. Gerade ganz schnell das LED. Jetzt kommt das, wird das LED wieder schön langsam. Ja, also von dem jetzt her wirklich super. Und jetzt ganz anders der Farbverlauf mit Rot, ja. Blau auf einmal. Genau, man macht weniger dahin. Rot, mehr Blau. Genau, also sieht echt super aus. Jetzt dreht er sich. Genau. Also das wechselt immer irgendwie durch. Also haben sie ein gutes Steuergerät drin, wie es aussieht. Und jetzt haben wir das intensivste, glaube ich. Ja, aber das ist innen drin halt. Nur drei natürlich. Genau, drei LEDs, das sind nicht so viele. Und natürlich für jede beliebige Shisha. Also die MPS hat ja eine ziemlich große Bowl. Man kann ja jetzt zur Not mal einfach eine andere Bowl mal kurz nehmen und das dann mal drauflegen, um das mal zu testen, wie die anderen Bowls dann so drinnen aussehen. Nimm am besten mal die blaue, nimm doch einfach mal die ganz rechte. Die da. Ja, genau. Die ganz alte. Unsere allererste. Allererste Nagile Shisha. Das machen wir jetzt aber erstmal ganz kurz anders. Genau. Und dann. So. So. Dann sieht man das mal ganz schön. Genau. Zack. Ja. So. Jetzt mach ich mal die andere LED wieder an. Genau. So, genau. Und dann schauen wir doch mal, wie es da ausschaut. Ja, genau. Gut. Also die Bowl, der hätte jetzt mehr Angst, weil die rutscht jetzt ein bisschen. Aber gut. Ich weiß ja, wie das beim Blubbern. Sieht gut aus. Ja, man merkt aber auch, dass die Farbe hier langsam vom Glas weggeht. Das war ja ganz mies gefärbt, glaube ich, dieses Glas. Das ist natürlich bei der MPS nicht so. Ja, aber sieht sehr gut aus. Also von dem jetzt her passt es auf jeden Fall. Jetzt komme ich auch wieder ins Bild. Jetzt dreht es sich ganz schnell. Da sieht man es halt richtig gut, wenn es jetzt ohne Wasser ist. Ja. Vor allem in jeder Kamera ist eine blaue und eine rote LED. Deswegen kann sich das, kann es dann auch so drehen. Und manchmal denkt man halt, der rote Kreis. So, jetzt komme ich auch wieder ins Bild. Einmal wieder runter hier. Und dann schauen wir mal. So, so drauf damit. So, schönes Ding. Ja. So, ja, und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, oh mein Gott, was kostet das Teil denn? Das ist bestimmt sauteuer, kenne ich ja von einem Mitbewerber, will ich jetzt den Namen nicht nennen. Aber es gibt da einen, das hat der Junes gewonnen damals. Und das hat, was hat das gekostet? Das hat, glaube ich, über 40 Euro gekostet, das Teil. Und. Aber er hat es ja gewonnen. Er hat es gewonnen, zum Glück, ja. Aber trotzdem ein Saupreis. Und das hier kostet 15,99 € und ist wirklich sehr gut verarbeitet. Kommt in so einer kleinen Box an. Und hat zur Not auch noch Noppen unten dran, wo man hinkleben kann. Damit, dass es eben noch rutschfest ist. Aber wir haben ja eher Papiermund drunter. Was ich noch dazu sagen wollte, am Anfang, wo ich das erste Mal gesehen habe, kam mir das sehr billig vor, weil halt diese ganze Kunststoff oder so ist. Aber wenn man sich das jetzt so genau anguckt, dann sieht man, dass es wirklich, wie der Benni schon sagt, sehr gut verarbeitet ist. Vor allem ist es sehr guter Kunststoff, also ja keine Verarbeitungsfehler oder sonst was. Und die LEDs, die leuchten auch wirklich. Also es ist auf jeden Fall ein Eyecatcher. Ja. Und das Teil ist nicht schwer mitzunehmen, es ist nicht groß, es kostet nur 16 Euro. Und wo gibt es das Ganze? Bei shisha-flair.de hatten wir ja schon mal ein kleines Review über den Kaya Joystick. Und ja, jetzt gibt es wieder was Neues. Und 15,99 € für Lichterspiel ist wirklich saubillig und wirklich auch eine gute Qualität. Also wenn man eine durchsichtige Bowl hat, eine weiße Bowl oder eine leichte gefärbte Bowl, dann sieht man das wirklich sehr, sehr gut raus. Und dann ist es auf jeden Fall was fürs Auge. Bei der Black Spider oder so ist natürlich abzuraten oder der Frog oder so, da sieht man halt gar nichts, haben wir nämlich auch schon getestet. Aber ist klar, die Bowl ist einfach zu dick gefärbt innen drin. Richtig, da sieht man nicht einmal den Wasserstand, wie soll man dann sowas sehen, ist ja ganz klar. Aber es kommt wirklich super rüber, also mir gefällt das Teil sehr, sehr gut. Ja. Und wenn es jetzt durchgehend dunkel wäre, dann würde man das halt wirklich noch besser sehen. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem erkennen, es ist wirklich ein sehr cooles Farbspiel hier. Und auf jeden Fall gibt es dafür für diesen Preis den Weiterempfehlung, die Kaufempfehlung. Schnäppchenpreis auf jeden Fall, wer das sowas haben möchte und nicht in der Shisha integriert ist, dann kauft euch das Teil
Und wie gesagt, ihr braucht bloß normale Doppel-A-Batterien und könnt damit halt dann euch auch Kosten sparen, indem ihr teure Knopfzellen nachkaufen müsst. Ihr wisst ja selber, was die Teile kosten. Vor allem wisst ihr ja auch, dass die LEDs wenig Strom verbrauchen. Also schätze ich mal, dass die Batterien auch sehr lang halten. Ja, und LEDs sind ja auch sehr langwierig, sage ich jetzt mal. Die gehen sehr, sehr selten kaputt. Manchmal leben sie länger wie wir, heißt es ja bei guten LEDs. Sagen, ja, bis zu 100.000, also 100.000 bis, ja, also ab 100.000 Stunden, glaube ich, locker. Ja, also da habt ihr auf jeden Fall einen Teil, das wobei wahrscheinlich noch länger lebt wie die Shisha. Und ja, auf jeden Fall, wem sowas gefällt, zulegen ist auf, mir gefällt das Teil voll. Also müssen wir auf jeden Fall mal, wenn es wirklich dunkel ist, mal nochmal benutzen. Da sieht das Ganze natürlich noch viel, viel cooler aus. Haben wir jetzt ganz professionell noch kurz gezeigt mit dem Handtuch da dran, weil ich keinen Rollladen habe in dem Zimmer hier. Ja, ist ja schräg. Und genau, deswegen geht es schlecht. Ja, und danke schön nochmal an den Daniel, der mir das Ganze zur Verfügung gestellt hat. Wie gesagt, jetzt bei shisha-flair.de. Und zum Tabak hast du da schon was gesagt dazu? Ja, das orangehaltig ist vorhin, wie gesagt. Tijuana Sunrise haben wir ja leider noch nicht getrunken. Nee, Tequila halt. Aber er schmeckt sehr interessant. Ja, wir trinken ja auch gerade Orange. Genau, Orange, Erfrischungsgetränk. Erfrischungsgetränk, Warsteiner. Mhm. Schmeckt so ähnlich. Solltet ihr in Hucafina rankommen, auf jeden Fall kaufen. Ist auch der zum Teil sehr billig, ja. Der Spruch natürlich passt nämlich fast perfekt drauf. Ja, der ist echt gut. Pack it, smoke it, love it. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Auf jeden Fall steht das da dran, ganz klein dran. Und ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir qualmen noch kurz rein und dann sagen wir auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Bis die Tage. Und wer natürlich sich schon Wochen und Monate lang auf den Tonscreen freut und sagt, wann kommt der endlich, wann kommt das Teil endlich raus, wartet ab, lang dauert es nicht mehr, das kann ich euch schon mal sagen. Schaut meine nächsten Reviews an, irgendwann ist es soweit. Und deswegen auf jeden Fall dranbleiben auf meinem Kanal. Und jo, dann sieht man sich auf jeden Fall beim nächsten Review wieder. Wer will, kann mich natürlich auch in Facebook adden. Über 1000 Leute haben das schon getan. Facebook.com und einfach Big2B eingeben, dort findet ihr mich. Jo, und dann sage ich danke natürlich wieder fürs Zuschauen. LED-UFO am Start von Shisha-Flair. Und jo, macht es gut. Euer und ich sage natürlich wieder vielen Dank. Bis die Tage. Servus.